Willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, hitzige Debatte, Leute, wirklich hitzig. Also erstmal ist es ja unmenschlich warm im Moment, also zumindest hier in unserer Region. Ich meine, es hat sogar schon mal ein paar Tropfen geregnet. Wir sollten hier mal auf die Blimp achten gerade. Okay, die ist da nicht weit genug gekommen, weil die schon von der Luftabwehr erwischt wurde. Und aber der ein oder andere hat das Gefühl, dass die Scattershot zu viel Damage machen oder schneller schießen oder so. Sie machen natürlich mehr Damage, wenn sie in einem Radius eines Zauberturms stehen, aber sonst ist sie gar nicht mal so schlecht durchgegangen. Mal sehen, wie der Angriff hier noch weiter ausgeht. Nachtschatten gegen Christian von den Gefährten. Okay, ein Legendenangriff, denke ich mal. Aber nichtsdestotrotz ist es im Moment, wie gesagt, unheimlich warm. Irgendwie so, wie sagte man, Waschkellerwetter oder Waschmaschinenwetter. Also früher wurde die Wäsche ja im Keller irgendwo gewaschen und da war es immer sehr, 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 sehr warm, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und im Moment ist das ja auch so. Und deswegen ist auch ein bisschen der Grund, warum ich mich wirklich hier oben nicht hingesetzt habe. Am Montag hatte ich zudem dann auch noch Kopfschmerzen. Bei dem Wetter, die irgendwie nicht wirklich aufhören wollten. Und ich habe dann am Ende irgendwann, ich nenne das immer einen Trip geworfen und habe mich dann schon um 10 Uhr ins Bett gelegt oder so, weil ich musste einfach irgendwie abschalten. So ein bisschen von der Hitze. Aber ihr kennt das selber. Und ich bin mal gespannt, wie das so ein bisschen weitergeht. Aber ist schon ein bisschen verrückt jetzt im Juni, diese heißen, ultra heißen Tage. Auch wenn sie ein bisschen bedeckt sind. Ist es auch jetzt, wo ich aufnehme, eigentlich hier oben schon wieder nicht wirklich zu ertragen. Ich habe hier natürlich auch jetzt nichts an, kein Ventilator, kein gar nichts. Ich habe heute Morgen hier nur kurz durchgelüftet und dann mache ich die Schotten zu hier, dass hier die warme Luft nicht noch reinkommt. Aber trotzdem ist das nicht gerade ein Wetter für mich. Habe ich mal so festgestellt für mich. Also gar nicht. Okay, hat noch ein paar Ballons hier, 6 Stück. Und deswegen habe ich ein bisschen weniger aufgenommen. Ja, aber es gab eine hitzige Debatte. Ich habe es auf jeden Fall nicht verpasst, Leute. Natürlich bin ich jetzt viel zu spät dran. Aber ich will auch meine Meinung mal preisgeben zum, ich nenne ihn mal, veränderten Goldpass. Also der Goldpass wird sich ja ein bisschen verändern. Nicht nur, was der Inhalt angeht, sondern vor allen Dingen, was der Preis angeht. Und da gehe ich aber gleich mal drauf ein, dann hört auch mal meine Meinung. Und ich bin ja wirklich ein penetranter Goldpass-Käufer, also ich habe mir den immer gegönnt, seitdem es den, glaube ich, gibt, mit 2 Accounts. Früher, wo es noch die Dreierpacks gab, noch viel, viel mehr, weil da habe ich die dann auch im Voraus teilweise gebucht und habe dann ja auch ein paar verlost immer. Aber jetzt im Moment kostet der Goldpass 5,39 € noch im Shop. Er ist noch sogar noch betitelt mit minus 10%. Also vermutlich gebe ich jetzt mein ganzes Restgeld aus, was ich so angespart habe, nur für Pässe, für überall meine Accounts verteilt, keine Ahnung, sodass ich immer zwei Pässe wenigstens mit dem Account hier habe. Aber wir können ruhig mal reingehen, es steht ja hier in den News, sogar in den deutschen News, okay, liken Toto, ja, ich like das mal, wird mir auch mal wieder angekreidet, dass ich hier nichts like. Und obwohl da nichts zu liken gibt, ne? Also klar, habt ihr mitbekommen. Der Goldpass wird teurer, $6,99 vor Steuern. Und natürlich der Währungswechselkurs, der ist im Moment so bei 6,40 € müssen das sein. Und wenn man dann unsere Mehrwertsteuer schon mal raufhaut, dann sind das schon 7,60 € circa. Dann wollen die anderen ja auch noch mitverdienen. Ich denke mal, dass sich der neue Goldpass dann so bei über 8 € einpendelt. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber die mehr Belohnung, die es gibt und die mehr Sachen, die es jetzt gibt, letztendlich ist das nicht das Goodie, was die Arbeit für die Supercell-Mitarbeiter erschwert, sage ich mal, und sie damit den Preis gerechtfertigen, weil letztendlich ist es nur Umschalten von Schaltern, wo die sagen, okay, sind nicht mehr jetzt 25 Millionen in der Clanburg am Monatsende, sondern 50 Millionen und 300.000 Gold und vor allen Dingen gibt es jetzt 40 Belohnungsstufen, also man bekommt die Belohnung etwas schneller. Allerdings sind 2 Belohnungen auch dabei, die nochmal so Multiplikatoren sind.
So, ich denke mal, das wird so irgendwie mittendrin sein, nicht ganz zu Anfang. Und ich hoffe, dass es immer noch die 200 Bonuspunkte gibt, wenn man den Pass vorher schon hatte. Ich hoffe, dass sie das beibehalten haben. Das konnte ich hier nämlich jetzt gar nicht nachlesen. Und auf dem Belohnungspfad des Goldpasses sind jeden Monat alle 5 Runen zu finden. Okay, diesen Monat waren es nur 4. Da gab es halt keine Bauarbeiter-Gold-Rune im Pass. Aber sind wir mal ehrlich, wir wollen keine Runen, Leute. Wir wollen Bücher. Wir wollen Bücher, denn wir müssen leveln. Wir müssen hier leveln. Helden, Tiere, Pets, sonstiges. Und deswegen glaube ich, ist das mit den vielen, vielen Ressourcen hier ziemlich über, weil es gibt jetzt auch eine Bauarbeiterbank, also so ähnlich dann halt angelehnt an die Bank im normalen Goldpass, im normalen Heimatdorf oder Hauptdorf, so wollen wir es nennen. Und die Lagerkapazität der Bauarbeiterbank kann auch wieder durch Freischaltung von Stufen im Goldpass verbessert werden. Der Silberpass verbessert sich natürlich auch dadurch so ein bisschen, bekommt, glaube ich, auch 5 neue Dinger dazwischen. Ist genau die Hälfte. Okay, kann man jetzt urteilen, komm ich damit vielleicht demnächst doch aus, wenn da dann doch irgendwo mal so ein Büchlein drin steckt oder auch nicht. Wissen wir alles noch nicht. Saisonbank-Multiplikator gibt es. Also die Menge, die in jeder Saison eingelagert werden kann, wird enorm erhöht. Und den Vorteil bei dem zweifachen Multiplikator ist einfach, du klaust einem Gegner 500.000 Gold und Elixier und bekommst dafür, wenn du diesen Punkt Multiplikator im Pass freigeschaltet hast, mal eben einfach 1 Million da rein. Ja, als wenn wir hier an Ressourcen sterben würden bei Clash of Clans, ist natürlich überhaupt nicht so, denn Ressourcen gibt es hier reichlich wie Sand am Meer für Clanspiele, für normale Farmangriffe in der Legende oder zu kaufen mit Medaillen etc. Also ich glaube, dass Loot hier der kleinste Faktor ist und sie erhöhen ihn hier auch noch so enorm. Das Einzige, was du irgendwann mal wieder machen kannst, ist alles in die Clanstadt reinballern. Und die Freischaltung des Multiplikators für die Bauarbeiterbank, vierfache Multiplikator. Wow, okay. Alles klar, also ja, es wird noch einfacher, an Beute zu kommen. Das Problem ist im Nachtdorf aber ein ganz anderes, das wisst ihr selber. Das sind die beiden Bauarbeiter und die unnatürlich langen Bauzeiten. Das heißt also, deine ganzen Banken platzen irgendwo die ganze Zeit und deine Bauarbeiter brauchen halt 7, 8 Tage für ein Teil. Und wenn du die beiden losschickst, weil du natürlich auch noch eine Rune hast zum direkt Nachfüllen und brauchst gar nicht farmen, dann wisst ihr selber, wie schnell diese Banken immer irgendwo am Limit sind und immer irgendwo voll sind. Es gibt einen Automatikschmiedeplatz, das ist ein echter Vorteil. Der kommt dann da hinzu, den kann man sich auch im Goldpass freischalten. Und der benötigt dann mal keinen Bauarbeiter und benötigt auch nur 50% der Ressourcen, was es eigentlich jetzt kostet. Aber wie gesagt, Leute, Ressourcen. Die Knappheit haben wir hier nicht und deswegen sehe ich den Pass eigentlich auch nur als irgendwie so Ressourcengrab. Ja, du hast mehr Ressourcen, größere Ressourcen, deine Lager sind größer und werden dann wahrscheinlich ja auch erst wieder am Ende geleert werden können, am Ende des Monats. Und ihr wisst selber, wie schnell so eine Bank hier voll ist. Meine ist noch nicht ganz voll, okay. Mir fehlt tatsächlich noch ein bisschen Gold, aber ich habe den Pass halt jetzt auch schon nach oder vor 6 oder 7 Tagen fertig gehabt. Weil mit den 200 Punkten, die man gleich zu Anfang bekommt, und wenn man dann die Herausforderung ganz brav, sage ich mal, abspielt, dann ist das überhaupt kein Problem hier. Aber die Vorteile kriegst du halt erst am Monatsende. Aber letztendlich ist das, was wir eigentlich haben wollen, das sind eigentlich Bücher. Und nicht noch mehr Runen. Es gibt immer, im Pass gibt es Runen, bei den Clanspielen gibt es Runen. Es gibt die Runen hier auch zu erstehen mit jeweils Juwelen. Mit den Überfallmedaillen gibt es die nicht. Aber mit den Überfallmedaillen gibt es 50 geschenkte Gems hier für die Hindernisschaufel. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt im Discord, dass es wieder eine Schaufel gibt. Hurra! Und ich kann sogar eine kaufen, weil mir eine fehlt. Ja, mir fehlt sogar eine, das heißt, die 50 Gems habe ich gar nicht, aber wenn man das in Gems umsetzt, hat dann jemand, finde ich, ausgerechnet, bekommt man dafür 2700 Gems im Jahr. Auch nicht schlecht, also eigentlich nur für einen Tausch von Überfallmedaillen, die man auch wie Sand am Meer ja bekommt, gegen
ja, gegen Ingame-Währung hier, also gegen die Gems. Und naja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe mir schon ganz, ganz viele andere Kommentare angesehen in den anderen Kanälen und habe mir auch die Videos dazu angeschaut und bin eigentlich der gleichen Meinung und bin auch im Moment noch ein bisschen hin und her gerissen, was ich denn tatsächlich mache. Ich meine, ich werde mir ja natürlich jetzt im Juni noch so ein paar Pässe besorgen von der Webseite, werde hier so ein bisschen die Lage aufstocken, aber jetzt auch nicht so extremst, sodass ich immer noch sagen kann, wenn die Frage kommt, Toto, wie viel Geld hast du schon ausgegeben, dass ich immer noch sagen kann, okay, nicht so wenig. Ja, oder nicht so viel, so muss ich es da sagen. Ich habe ja nie wirklich viel gemacht. Ich habe ja auch, hier habe ich auch wirklich wenig gemacht. Ich habe 2 Tage, glaube ich, nicht geclasht. Aktiv, weil ich irgendwo nur draußen umgehangen habe. Hier oben ging gar nichts und ich dann sogar so faul bin, dass ich noch nicht mal mehr nach hier oben gehe und mir mal ein Tablet nach draußen in den Garten hole. Es ist halt so ein bisschen dem Wetter geschuldet und es ist ja wirklich unheimlich hitzig. Ja, wir sind hier im laufenden Klankrieg, nur mal so, dass ihr so ein bisschen mit dabei seid und haben jetzt schon wieder so eine kleine Siegesserie, macht mir auch schon wieder Angst, eine kleine Siegesserie hingelegt im Classic oder im Classic und okay, Liga steht dann wieder an, aber auch erst wieder in 10 Tagen und bis dahin haben wir auf jeden Fall jetzt noch Zeit, ja, ein paar Flaschen, ein paar Dosen zu sammeln, um das Ganze dann in die Goldpässe reinzuballern. Denn danach, also im Monat Juli oder beziehungsweise in Richtung August, bin ich mal gespannt, wie das bei der Community noch ankommt mit den Pässen. Ob da, man sieht ja nie Statistiken, so nach dem Motto, es wurden schon 2000 Pässe verkauft und es sind noch 3000 Pässe da oder sowas, wisst ihr? Und ich weiß auch nicht, wo das herkommt, dass man plötzlich die Preise anhebt. Entweder wollte man nur ein bisschen Veränderungen in den Pass und redet sich heraus, okay, wir mussten ihn dadurch teurer machen, ja. Wir mussten ihn teurer machen, weil ihr jetzt mehr Goodies habt. Das glaube ich nicht wirklich, denn hinter Supercell steht ja noch eine andere Firma. Und ich denke mal, dass die Firma dann eher gesagt hat, pass mal auf, ihr müsst mal wieder ein paar schwarze Zahlen schreiben hier mit dem Game. Sonst war es das mit dem Service und Support. Ich meine, sie werden es nicht einstampfen. Ihr wisst selber, Heyday, Boom Beach, die gibt es alles schon länger. Und deswegen glaube ich nicht, dass das, weil ich wüsste nicht, womit es zu rechtfertigen ist. Ja, Inflation, ja, nein, vielleicht. Die Molkereiprodukte brauche ich hier nicht, die teurer geworden sind. Die sind ja jetzt auch schon wieder auf den Weg der normalen Bezahlbarkeit. Aber ihr wisst schon, wo ich hin will. Ich kann das hier, alles, was sich elektronisch abspielt, wo man sagt, ja, wir mussten das teurer machen, weil unsere Entwickler 8 Klicks mehr machen mussten. Das kann ich irgendwo nicht wirklich glauben, weil das Spiel ist ja fertig programmiert und du musst an den entsprechenden Stellen und Schnittstellen einfach nur ein paar Schalter umbauen. Du musst dir nichts neu programmieren. Das Rad wird ja im Moment nicht neu erfunden bei Clash of Clans. Aber das Einzige, was wir brauchen Bücher. Ja, ich kaufe mir noch eins, denn in 10 Tagen fängt die Liga wieder an und ich möchte dann den einen oder anderen Helden auch wieder ein bisschen höher haben. Also mindestens ein Level höher. Und das mache ich dann halt hier im Buch. Ich habe halt keinen Hammer mehr. Jetzt muss ich wieder eine Woche wieder auf dem Buch warten. Weiß auch gar nicht, ob ich das Pad hier weitermache oder ob ich am Gladiator weitermache, beziehungsweise hier haben wir dann ja auch noch was Dunkles zu forschen. Ja, ich weiß es noch nicht. Es sind halt zu wenig Bücher im Moment im Spiel und du kannst halt im Moment nur oder überhaupt immer nur eins kaufen hier. Okay, das Buch des Bauens könnte ich mir auch noch kaufen, aber das ist eher dann unnötig. Die Laufzeit ist in Ordnung für die Sachen hier und ich bin so ein bisschen im Moment zwiegespalten, was dieses Game hier angeht. Wie es hier weitergeht und ja, vor allen Dingen, wie es dann im Pass weitergeht und wie es am Monatsende dann aussieht. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Die hitzige Debatte also, ihr könnt gerne mit mir da natürlich auch in den Livestreams debattieren und ja, mich vielleicht nicht animieren, dass ich mir noch mehr kaufe, aber im Moment gibt es hier im Shop nichts. Ja, es gibt also nichts Neues, es gibt im Moment keine Angebote, kein gar nichts, das wird sicherlich aber wieder kommen. Und deswegen vergesst auf jeden Fall nicht, falls ihr dann irgendwas im Shop kauft, dass ihr einen geeigneten Creator-Code eingebt, um
eure Lieblingskreatoren zu unterstützen. Habe ich schon gesagt, ne? Wenn euch das gefallen hat, lasst mir ein Like und einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir haben ja jetzt mit Clash. Bis dahin, euer Toto. Clashed.